Herzlich willkommen zurück zu Undermine. Vergesst keinen Kommentar hier zu hinterlassen und eine Bewertung. Das hilft dem Kanal. Ich sag's einfach mal am Anfang der Folge. Mal gucken, ob es was bringt. Und wir springen nach unten. In die Mine von Undermine. Im letzten Part haben wir unsere Spitzhacke nochmal verbessert. Wir haben hier Stufe 5 Spitzhacke. Bin gespannt, wann wir die Viecher haben. Wir one-hitten die Ratten fast. Also, bald ist es soweit. Bald sind wir im One-Hit-Bereich. Und das wäre schon sehr gut. Wenn wir die dann endlich one-hitten können. So, einen Schlüssel haben wir schon mal. Kein Geheimraum. Riesige Ratte, unangenehm. Du machst das schon, Ratte. Keine Bombe. Aber ich würde die schon gerne benutzen hier. Oh, da ist sie. Unsere Bombe. Fliegen immer so schön. Ah, das deckt uns geheime Räume auf. Das ist nett. Hatten wir beim letzten Mal ja auch schon. Und wenn wir den Altar wieder kriegen, den Opferungen, kriegen wir auch unser Item wieder, was uns verstärkt, je mehr Schlüssel wir haben. Das fand ich im letzten Part eigentlich am wichtigsten zu retten, weil das ist eigentlich ein gutes Item, wenn man viele Schlüssel kriegt. Da ist Gold in der Wand. Noch eine Bombe, das ist nett. Das heißt, ich kann jetzt sorglos die Bombe da benutzen. Voll krass, man kann die auch so zwischen die Steine legen. Und wir kriegen eine neue Bombe. Das ist nett. Aber hier scheint es keinen Geheimraum zu geben. Ziel wäre es ja mal, die krassen Bomben zu bekommen. Das Bomben-Upgrade für 2000 Gold. Aber dafür musst du halt erstmal 2000 Gold haben. Guck mir eine 2. Ach, wieso immer er? Ach, fuck, da ist das Ding. Das ist jetzt auf jeden Fall so ein Raum, wo wir wirklich gegen ihn kämpfen müssen. Das ist eklig. Okay, für den Shop mache ich den Schlüssel aber nicht weg. Auf keinen Fall. Dafür kann der Shop zu enttäuschend sein. Ich war mir kurz echt nicht sicher. Jetzt hat mich diese Klinge getroffen. War mir gerade kurz echt nicht sicher, ob... Au. Oh, fuck. Hat mich dieser Feuerschwall echt getroffen, ne? Die erinnern mich an... Kann es sein, dass die Models geklaut sind als aus Don't Starve? Oder hat der Entwickler was mit Don't Starve zu tun? Das sind doch die gleichen Spinnen. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, woran mich diese Spinnen erinnern. Die sind aus Don't Starve geklaut, oder? Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Die haben sogar die gleiche Animation. Die sind geklaut, oder? Oder geliehen vom... Weiß ich nicht. Alter. Das war ein guter Schocker. Der war nicht schlecht. Hier ist der Geheimraum. Geheimraum für so eine Bombe und einen Schlüssel. Hm. Oh, ich kann aber einen Schlüssel sparen. Ich habe aber zwei Bombe. Geht das? Ja, geht. Okay. Oh, guck mal. Letztes Mal musste ich mich dafür verfluchen lassen. Hier ist Blut.
Weiß nicht. Alles nicht so befriedigend hier. Wir haben auch gar nicht so viel Gold bekommen. Das ist noch ein Geheimraum. Muss ich noch... Ja. Das ist der Nachteil. Jetzt muss ich warten. Hundi. Aber der kann doch... 108 Perlen. Ja, schnell in das Spiel. Aber der kann doch nicht einfach hier so sitzen. Wenn ich die jetzt anzünde, bringt das was? Kann man die anzünden? Weiß es nicht. Hundi mag mich jetzt auf einem. Aber Hundi kann doch nicht hier drin sitzen. Hä? Das geht nicht. Hätten wir Hundi nicht mitnehmen können? Diese Ratten, die langsamer sind, aber irgendwie mehr HP haben, weil sie große Ratter heißen. Total dumm. Egal. Oh, der Banner, der uns kurzzeitig stärker macht. Let's go. Ach so, der unten hat Cooldown. Sehe ich jetzt erst unsere Dings. Aua. Ich hasse diese Augen. Nichts gefunden. Geh kaputt. Dann hast du keinen Grund. Oh nein. Dann hast du keinen Grund, liegen zu bleiben. Nicht so wie er. Scheiße, das wollte ich nicht. Wir brauchen immer noch Pilzdude, den wir die Pilze bringen müssen. Da ist er. Du hast alle Pilze gefunden, das ist wunderbar, jetzt kann ich hier weg. Danke, Fremder. Baba wird hoch erfreut sein, du hast meinen großen Dienst erwiesen. Besuch uns doch mal im Labor. Ah, du bist fürs Labor. Nochmal vielen Dank. Okay. Das ist coole Musik. Ich gehe wieder. Nice. Okay, Labor haben wir auch freigeschaltet. In jedem Part bisher was Neues gemacht. Sehr geil. Sehr geil. So. Na, Don't Starve Spinnen. Ey, ist das der gleiche Entwickler? Kannst du das irgendwo sehen? Oh mein Gott. Da hinten gibt es noch Räume. Ich gehe erstmal da lang. Shop. Wir haben 4 Schlüssel. Kann man machen. Aber will man das? Ich glaube, das will man nicht. Warum sollte es Gegenstände anziehen? Warum? Okay, ich habe eine Bombe. Kann ich da nicht einfach so... Einmal versuche ich es noch. Genau. Einfach dran vorbeihüpfen. Lande ich jetzt... Ah, jetzt lande ich wieder am Anfang, ne? Pass auf, wir machen es einmal easy. Jetzt versuche ich hier dran vorbei. Genau, so. Warum sollte ich? Du hast mitgemacht bei Black Rabbit, super besonderen, absolut nicht manipulierten Lotterie. Ein Hebel tut gar nichts. Ein Hebel jagt alles in die Luft. Ein Hebel senkt die Wand. Ich hasse sie. Mir gar nichts. So. Wäre doof, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte und nicht mehr zurückgekommen wäre. Ach, die doofe Hasenfrau, ne? Oh, nee. Was willst du? Zerdepper dir erstmal alles. Animus? Aus Final Fantasy 10 kenne ich dich.
Das müsstest du aber eigentlich sein. Kann man mit dir reden? Shogul, opulenter Dämon. Was ist das? Ein Wesen, so rein wie die Leere? Sag mir, Wesen, verlock dich die Flamme nicht. Macht hat einen Preis, aber dieser steht's fair. Halt in jedem Raum vorübergehend Bomben. Öffne Schlösser kostenlos, aber wie lange noch? Da musst du mit schon geilerem Zeug kommen. Opulenter Dämon. Da muss geileres Zeug her. So wird das nix. Ich meine, wie will der mich mit sowas Billigem catchen, ey? Oh nein. Lass mich gehen. Boah. Immer Crit, Crit, Crit. Guck mal, Bobo macht nichts, bis ich ihn haue. Aber ich muss ihn hauen. Was ist da gelandet? Was war das? Oh nein. Das war irgendwas Gutes. Bobo, kannst du die anderen Steine auch kaputt machen? Hier, die hier. Ich wollte nur mal gucken. Danke. Ah, jetzt sind wir schon hier. Das ist ein Gutschein für Essen, ne? Ja. Ich muss einmal in den Laden für gratis Essen. Jetzt nicht das geilste Item, was man im Itemraum erwartet, aber ist okay. Oh nein, geh bitte. Natürlich kriegst, oh, kriegst du das nochmal einmal raus. Oh, toll. Jetzt brennt's da. Jetzt muss ich kurz in den anderen Raum. Und es ist Bobo again. Doch nicht so ein schwerer Gegner, wie am Anfang vermutet. Unten ist der Geheimraum. In den Bossraum müssen wir nicht rein. Habe ich noch eine Bombe? Nee, sonst hätte ich gratis in den... Aha, dafür immer das Ding öffnen. Das ist so richtig ätzend. Das ist so... Why? Warum lasst ihr mich das tun? Ah, gratis Essen. Ich dachte schon, was ist das? Schwinggröße. Das ist so ein Run, wo ich kein Geld habe. Ich habe zu wenig Geld für den Trank. Was ist hier los? Ich kriege kaum Geld zusammen hier. Rechts ist noch was. Irgendwie ist der Run nicht so goldfreundlich. Oder bin ich ungründlicher geworden? Ja, moin. Level up. Problem ist, ich kann da nicht mehr rausspringen. Das ist das Fiese. Was macht der Trank? Entferne einen Fluch. Okay. Mit der Flasche in der Hinterhand kann man sich natürlich verfluchen lassen, indem man so eine Kiste öffnet oder zu dem Fluchtypen geht, ne? Wenn ich zum Wurm runtergehe, muss ich doch nochmal gegen den Wurm kämpfen? Irgendwann müssen wir es mal ausprobieren. Oder ich versuch's mal ohne Aufnahme. So, Verlies. Ah, ihr seid kein One-Hit mitwerfen. What's this? Sieht gefährlich aus. Steigert Schaden, wenn du Feinde besiegst. Für immer oder nur für den Raum?
Für immer anscheinend, da ist ein Counter drin. Yummy. Aber anscheinend nur, bis ich, solange ich keinen Schaden kriege. So wie das aussieht. Sieht zumindest so aus. Was sind das hier eigentlich für Feuerdinger hier? Das ist ganz schön risky hier. Kann man die kaputt machen? Nein. Jetzt kann man auch noch fallen dazu. Nett. Ja, safe. Also bis ich Damage kriege, ist das dann, zählt das. Okay. Okay. Seems fair. Oh, nicht ihr wieder. Erstmal anzünden. Und jetzt nicht anpacken. Easy. Mein Vogel ist schon ganz schön gut geworden jetzt. Sammelt ganz schön viel Scheiß von alleine ein. Das ist sehr gut. Okay. Trotzdem einmal hier langlaufen. Oh, und ist der Geheimgang? Was ist hier der Trick? Dachte ich mir. Okay. Ich habe keine Bombe. Das ist mies. Ansonsten kann ich hier nichts machen. Ich muss runter. Okay. Dann gehen wir mal, ne? Warte, was macht der, Trank, den ich habe? Entfernt einen Fluch. Okay. Wenn er mich geheilt hätte, hätte ich ihn genommen. Da ist der Bossraum. Okay. Schlüssel haben wir genug, aber Bomben kriegen wir nicht. Oh, scheiße. Ich wollte sagen, ah, fuck. Das 39 Damage ist zu hart, Mann. Die buffen sich. Oder Bombentasche sogar. Oh, nice. So viel dazu. Sterbe ich jetzt an so einem Scheiß? Bitte nicht. Die Dinger sind so ätzend. Steigere den Angriffsschaden und Geschwindigkeit, wenn du Feinde besiegst. Noch mehr? Ich habe zwei Items, die das machen. Wenn ich gesagt, ich habe keine Bomben. Was bist du? Ein riesiger Goldklumpen. Okay. Nehme ich. Oh, fucking hell. Ach so, wenn du klappst, passiert was unter... Ja, klar. Okay. Das war ein neuer Gegner. Wir haben echt nicht viel Gold bekommen. Wir hatten krasse Items. Eigentlich hätten wir weiterkommen müssen. Aber wir müssen auch aufwerten, dass wir mehr Gold mitnehmen. Das wäre vielleicht vom Voll. Oh, der Hund ist jetzt hier. Und er auch. Geh weg, das Labor ist geschlossen. Herrin, ich habe das Mittagessen für euch. Verzeiht die Verzögerung. Du bist ein langsames Wesen, Beltrame. Dabei habe ich dich doch gestern schon losgeschickt. Du hast meine bereits gestellten Erwartungen nicht erfüllt. Doch von Enttäuschung werde ich nicht satt. Bringe sie rein.
Okay. Hey, Doggy. Shadow hat das gefallen. Aber was macht Shadow, wenn ihm das gefällt? So, wir müssen mal das hier aufwerten. Wir haben noch 500. Gucken wir, was es da drin gibt. Ach du großer Gott. Was haben wir denn hier, Beltraus? Was ist dir denn da für ein Streuner nach Hause gefolgt? Das ist mein Menschenfreund. Der hat mir bei meiner Suche nach Pilzen geholfen. Nein, Moment. Das ist ein anderer Menschendiener. Waren es alle unterschiedliche? Unwichtig. Ich sehe, dass Arkanos Diener ihre Grenzen überschreiten. Aber du warst hilfreich. Hör gut zu, Bauer. Wenn du oder deine Art Rezepte in den Minen findet, dann könnt ihr sie mir bringen und ich lehre euch die Alchemie. Mögen alle von meiner Großzügigkeit sprechen. Menschenfreund, hör auf zu schmollen, Beltrame. Es wartet Arbeit auf dich. Okay. Sprechen. Du willst also mal dein Glück mit Alchemie versuchen? Bring mir Rezepte und ich zeig dir, wie du daraus etwas Nützliches herstellst. Braun. Selbst Blut. Ah. Steigert die Dauer von Trinken. Ich weiß deine Hilfe mit dem Pilzen schätzen. Baba hat ihr Mittagessen sehr genossen. Hier ist eine kleine Entschädigung. Gebraut beim Alchemisten, Tinktur des Lehrlings. Stellt eine zufällige Menge Gesundheit wieder her. Für 12. Oh, dieses Thorium brauchen wir dafür. Alles sehr belastend. Zelt ist besiegt. Ich verstehe, sie war also der Auslöser der Erdbeben. Etwas hat sie aus ihrem Schlaf geweckt. Bauer, hast du etwas Ungewöhnliches in ihren Eingeweiden entdeckt? Zeig es mir. Das ist ein Fragment von Auduins Phylakterion. Okay, gut, dass du das weißt. Werten wir uns jetzt nochmal auf? Für mehr Wurfschaden? Für mehr Gesundheit? Ich denke schon. Und wir nehmen einfach mal auf gut Glück schon mal ein Schlüsselchen mit. Ja. Aber im nächsten Part. In dem Part sind wieder Dinge passiert, die neu waren. Also würde ich sagen, es war ein lohnenswerter Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.